Schönen guten Tag, ich bin der Thomas Zurawski. Ich bin einer der Mitbesitzer der Tauchschule Nautic Team. Meine Frau und ich betreiben die Tauchschule seit 1993. Ich bin die Heike und wir sind hier beim Nautic Team auf Gozo. Gozo ist die kleine Schwesterinsel Maltas. Malta ist ja das Land, bestehend aus drei Inseln, Malta, Comino und Gozo. Gozo ist die grünere, die ländlichere, die individuellere Insel. Touristisch erschlossen ist Malta mit fast 1 Million Touristen im Jahr. Gozo ist so mehr so am Rand und kleiner, ruhiger, entspannter mit etwa 70.000 Touristen im Jahr. Und da sieht man schon den großen Unterschied, was auch Infrastruktur und Erschließung durch Tourismus angeht. Das Schöne, das war auch einer der Gründe, warum wir Gozo gewählt haben. Malta Gozo bietet alles, was Tauchen ausmacht, auf sehr engem Raum. Also die Vielfältigkeit des Tauchsports ist hier möglich und umsetzbar. Wir haben flache, kleine Buchten mit einfachen Einstiegen für Anfänger, für Ausbildung. Wir haben Steilwände, die von 10 Meter Plateau runter bis auf 70 Meter gehen. Wir haben Tiefen bis über 100 Meter fürs technische Tauchen. Wir haben Wracks, wir haben Höhlen. Auch für jede Leistungsstufe, was ja auch wichtig ist, dass du auch für die Anfängerausbildung in dem Bereich sowie für die Fortgeschrittenen das bieten kannst. Wir haben sehr vielfältige Unterwasserlandschaft mit Torbögen, mit Tunneln, doppelten Torbögen, sehr schöne, spannende Felsenlandschaften, sehr schönen Bewuchs, viel Korallen, relativ viel Fischbestand auch noch, große Artenvielfalt und relativ viel Fisch auch noch fürs Mittelmeer, weil eben Malta Gozo relativ wenig Tourismus, keine große Industrie, keine großen Flüsse, die aus dem Inland Verschmutzungen, Dreck einspülen können durch industrielle Verseuchung, weil es die gibt einfach nicht. Es gibt keine große industrielle Fischerei. Also große Fangflotten, wie man das in anderen Ländern kennt, die gibt es hier einfach nicht. Es gibt kleine Fischerbötchen, die für den täglichen lokalen Markt fischen, aber jetzt nicht für europäischen oder gar internationalen Markt. Also entsprechend wenig Fischerei auch stattfindet. Das macht es einfach hier noch so gesund, so sauber, so klares Wasser, sauberes Wasser mit halt relativ viel Fischbestand noch. Also für mich ist nicht der große Fisch wichtig. Für mich ist eigentlich auch nicht unbedingt der kleine Fisch, sondern eher der Bewuchs. Schon Tier, Flora, Fauna, aber dann eher so in dem Bereich Anemonenbewuchs an den Wänden. Denn da ist ein unglaublicher Farbenreichtum, den ich ganz, ganz spannend finde. Also diese Teppiche an Krustenanemonen in Orange,
finde ich ungeschlagen toll. Und weil wir eben so viele Überhänge haben und kleine Höhlen und Grotten, ist natürlich oft so, dass sich dann an der Decke Luftblasen sammeln und man hat dann schöne Spiegelungen. Ich bin dann in einer anderen Welt, eine Welt, die sich eigentlich von ihrer schönsten Seite zeigt und die eigentlich hauptsächlich durch kleine Lebewesen auch existiert und die ihre Berechtigung auch durch die kleinen Dinge hat. Und man kann sie einfach hier von der schönsten Seite empfinden. Bei Fischen, natürlich kleineren Fischen, haben wir unglaublich viele Goldstreben und Brassen. Es gibt große Oktopusse. Dann haben wir natürlich auch Sepien und Kalamar, große Bärenkrebse, überhaupt auch viele Nacktschnecken. Viele kleine Fische, auch im Flachbereich, Blenide und das sind so kleine Schleimfische. Es gibt oftmals in den Buchten auch kleine Baby-Barracudas, so gerade wenn sie dann, wenn wieder Jungfisch da ist, das finde ich auch wunderschön. Es gibt auch viele Flughähne und Knurrhähne, Zackenbarsche. Wir haben viel Stammpersonal, unsere Tauchlehrer, ob das John, George, Mirko sind, die sind viele Jahre bei uns und das ist uns auch sehr lieb und teuer. Wir haben natürlich auch immer wieder viele neue Gäste bei uns, aber wir haben schon einen sehr hohen Prozentsatz an Stammkunden, über die wir uns auch unglaublich freuen. Also wir sind sehr breit aufgestellt. Das ist möglich, weil wir einen relativ großen Stamm an festen Tauchlehrern haben. Wir arbeiten mit Tauchlehrern seit vielen, vielen Jahren zusammen, die entsprechend ausgebildet sind, die jeder für sich so seinen eigenen Schwerpunkt hat. Der eine ist halt mehr in der Anfängerausbildung, der andere ist mehr im technischen Bereich. Die Heike selber ist im Bereich Kinder, Fotografie, Tauchen mit Menschen mit Behinderung aufgestellt. Ich selber Wrack, Höhle, technisches Tauchen, Repriser-Tauchen fange ich jetzt an. Der Schwerpunkt, was jetzt die Ausbildungszahlen angeht, liegt zum Glück im Anfängerbereich oder auch im Fortbildungsbereich, was zeigt, dass Tauchsport immer noch gefragt ist, viele Leute nachwachsen und da machen wir dann halt Open Water Advanced oder CMAS, Ein-Stern-Ausbildung bei uns hier.